Und damit hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. Millennium Woche 2 steht an. Wir haben vier neue Meister mit Sidney Crosby, Rick Nash, Scott Niedermeyer und Rob Blake. Und auch die beiden 95er, die man auf 98er upgraden kann, sind bekannt mit Mats Sundin und Chris Pronger. Wir schauen uns den ganzen Weg dazu an, wie man aus solchen Karten kommt, den Weg, den ich jetzt machen würde, je nachdem, wie euer Bedarf ist. Los geht's im neuen heutigen Content. Und ganz am Schluss öffnen wir noch die Belohnungen von, ich glaube, 2 Wochen, die ich jetzt noch abgeholt habe. Fangen wir zuerst damit den Spielern, die man auf 97 upgraden kann. Wie der Weg dahin geht, den hänge ich euch nochmal unten im Vorgängervideo von letzter Woche dran. Wir fangen an mit dem 86er und dann am Schluss 97er Rob Blake von den LA Kings. Rob Blake ist ein linker Verteidiger, 1,93 groß, 102 Kilo mit Funke, Verteilung, Herz und Seele oder Arbeitstier. Dazu Knipser, Buzzing, vielseitig oder beflügelt. Und Protektor, Diebisch oder Gladiator. Superstar-Fähigkeiten, Eisklaw, zehntes Auge, Rauswurf, kein Wettkampf und goldenes Shutdown, weil ich hier wahrscheinlich sogar aktivieren würde. 94 Beschleunigung, 94 Tempo mit 2 Scaling-Synergien, getrennten Slots, muss man auch mal loben hier. Kommt auf 96 Beschleunigung, 96 Tempo, Rest vom Scaling ist fast perfekt, der Schuss von der Kraft perfekt, wie genau ich bei 95, Hände auch im hohen 90er-Bereich, beziehungsweise eigentlich perfekt, außer der Deke und Augenkoordination, die in Anführungszeichen nur bei 95 sind. Checking-Werte sind komplett perfekt, die Verteidigungswerte sind komplett perfekt, er kann nur keine Fade-Offs spielen. Also fantastische Karte von Rob Blake. Und da ist mir auch aufgefallen, dass gerade beim letzten Upgrade, also von 95 auf 97, noch die Beschleunigung des Tempo auf plus 4 steigt. Sollte man noch bedenken, wenn man den versucht, so nach und nach zu bauen, lohnt sich schon was, weil selbst die 93 Karte ist nur bei 89 Beschleunigung, 89 Tempo. War immer ein bisschen langsamer Kollege, aber eben im letzten Slot, dann nochmal für die 19 Collectibles, macht er wirklich den großen Sprung, was das Tempo angeht. Damit die Icon-Karte von Rob Blake, früher oder später auch abgebaut auf 97, aktuell auch bei 94. Da ist er eben auch noch bei 88 Beschleunigung, 99 Tempo, hat auch nur einen Slot mit Skating-Synergien. Dafür eine goldene Wildheit, also wer den jetzt schon bei 94 hat, erstmal warten und gucken, ob der hochgeht und ob der noch genauso schnell wird. Weiter geht es mit dem 97er Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins. Ein Center oder rechter Flügelspieler, vollkommen egal. 1,80 groß, 91 Kilo mit bombardiert, Funke, Dangle City oder Arbeitstier. Dazu Schlenzer, Gladiator, Diebisch oder Zonenwirbel, sowie Knipser, Hammerschuss oder Verteilung. Superstar-Fähigkeiten, Kreisel, Blitzstart, Brezelpass, kein Wettkampf, goldene Urgewalt. Also wenn das in meine erste Reihe Center- oder Flügelspiele wäre, würde ich die Urgewalt anmachen. Ansonsten, glaube ich, reicht am Center zumindest nur der Blitzstart. 98 Beschleunigung, 97 Tempo mit 3 Scaling-Synergien ist schon fast Overkill, geht auf 99 hoch. Dann die Verteilung ist dann noch da, damit sie da ist. Macht gar keine Auswirkungen auf irgendwas, also das ist einfach nur da, damit es da ist. Also ich würde hier dringend mit irgendwas anderem geben, wie Hammerschuss, damit das Bodycheck noch ein bisschen hochgeht. Resting Scale wäre im mittleren bis hohen 90er-Bereich, Schussrichtung perfekt, die Hände sind perfekt. Bodychecken, wie schon gesagt, bei 93. Macht mir hier den Funke an, macht mir hier am Schluss den Hammerschuss an, ist man da auch bei 99. 99 Fade Rating, also eine eigene 99er-Karte von Sidney Crosby. Und damit auch aktuell deutlich besser wie seine Team of the Season-Karte. Die hat nur 95 Fade Rating von Haus aus, kommt mit 3 Scaling-Synergien, nur 600 Besteuerung, 97 Tempo. Also da deutlicher Unterschied zur Meisterkarte, zumindest noch, bis der irgendwann auf 99 geht, zur aktuellen Team of the Season-Karte. Als nächstes haben wir den 97er Rick Nash von den Columbus Blue Jackets, rechter Flügelspieler, 1,93 groß, 96 Kilo, mit Funke, Verteilung, Herz und Seele oder Arbeitstier, dazu Knipser, Buzzing, vielseitig oder beflügelt, sowie Protektor, Diebisch oder Gladiator. Seine Superstar-Fähigkeiten sind Panzer, Nahkampf, auf die Knöchel, Schnapp-Schnapp, goldene Zonenfähigkeit ist Puck am Faden, ich glaube das Einzige, was ich hier anmachen würde, wäre der Nahkampf. 93 Beschleunigung, 93 Tempo kriegt man jeweils auf 95 noch hoch, hier mal keine Scaling-Synergie mehr mit drin. Resting-Scaling sind fast perfekt, Ausdauer bei 95, Schuss im hohen 90er-Bereich, auch die Hände hier von Haus aus direkt perfekt. Bodychecken sind wir bei 96, Center kann nicht spielen, Widerstandsfähigkeit auch nur bei 88, ein bisschen wenig von der 97er-Karte eigentlich, aber trotzdem einer der Hood-Goats überhaupt und gute Karte von Rick Nash. Abschluss der vier neuen Meisterhelden macht der 97er Scott Niedermeyer von den Anaheim Ducks. Rechter Verteidiger, 1,85 groß, 91 Kilo, mit bombardiert Schlenzer, Beflügel oder Zonenwirbel. Dazu Funke, Magie, Gladiator oder Arbeitstier. Und Verteilung, diebisch oder vielseitig. Seine Superstar-Fähigkeiten sind Kreisel, sehendes Auge, präziser Pass, Shutdown und goldener schneller Pick. Ich denke mal, Shutdown würde ich anmachen, vielleicht noch die sehende Auge, je nachdem. 97 Beschleunigung, 97 Tempo kriegt man sogar hoch auf perfekt. Ausdauer nur bei 94, auch da kann man bestimmt mit Synergien noch nachhelfen. Resting Scaling ist perfekt. Schuss eher im mittleren 90er-Bereich, Hände im perfekten 99er-Bereich, außer der Deking und keine Augenkoordination. Muss bei Verteidiger einfach so sein. Bodychecken bei 96, was mir echt Angst macht, ist die 75 Widerstandsfähigkeit. Das ist schon echt wenig. Klar kann man auch mit Synergien passend dazu dagegen wirken, aber 75 ist schon arg wenig, muss ich echt sagen. Defensivwurst sind wir bei 99, Schussblocken bei 99, also auch eine gute Karte, verdammt schnell auch, gerade mit Shutter noch an, auch schwer zu stoppen, aber 75 Widerstandsfähigkeit ist wirklich wenig.
Wenn ihr dann alle vier Basiskarten der letzten Woche gesammelt habt und die vier aus dieser Woche jetzt sammelt, könnt ihr es hier alle in ein Set stecken, bekommt dann die Wahl zwischen zwei 95er Karten, die dann auch wieder upgradebar sind. Diese beiden 95er Karten in Chris Pronger und Matt Sundin könnt ihr dann wieder für 34 weitere Collectibles upgraden auf 98er Karten. Und dann kommen wir den 98er Chris Pronger von den Anaheim Ducks, ein rechter Verteidiger, 1,98 groß, 100 Kilo mit Funke, Verteilung, Herz und Seele oder Arbeitstier. Dazu Knipser, Buzzing, Vielseitiger oder Beflügelt, sowie Protector, Gladiator, Diebisch oder Magie. Superstar-Fähigkeiten, One-T, Rauswurf, Sehendes Auge, Schläger hoch und Goldene Wildheit. Auch schwer da wirklich was auszuwählen. Also One-T würde ich weglassen, Goldene Wildheit kann man anmachen, man kann aufgrund der Reichweite auch Schläger hoch anmachen. Sehendes Auge bin ich eh ein Freund davon. Rauswurf, ja, für einen Punkt, das würde ich irgendwie noch so anmachen, wenn ich es reinstopfen müsste. 95 Beschleunigung, 95 Tempo, das heißt, wir kommen da auf 97 Beschleunigung, 97 Tempo. Balance von Haus ist bei 99, Beweglichkeit bei 92, Ausdauer bei 94, Schuss perfekt, Hände sind fast perfekt, außer natürlich wieder die üblichen Werte, die wir bei Verteidigern kennen. Bodychecking bei 99, Stärke bei 99, Widerstandsfähigkeit bei 93, kann man da noch nachwirken mit denen zumindest. So, ja, kann man auch noch hochkriegen auf 97. Defensive Wurst bei 99. Also, Bombenkarte. Problem ist halt, dass wir einfach links schießende Verteidiger schon echt gute auch en masse haben. Da wird es schwer, den wirklich unterzubringen, aber trotzdem eine fantastische Karte. Als zweiten 98er haben wir den 98er Mats Sundin von Toronto Maple Leafs. Ein Center, 1,96 groß, 105 Kilo mit Funke, Verteilung, Herz und Seele oder Arbeitstier. Dazu Knipser, Buzzing, Vielseitig oder Beflügelt. Und Protector, Gladiator, Diebisch oder Magie. Superstar-Fähigkeiten, Blitzstart, Nahkampf, totale Finsternis, kein Wettkampf und goldene Urgewalt. Ich glaube, aufgrund der Maße wird schon fast lange, den Blitzstart nur anzumachen. Natürlich kann man auch den Nahkampf anmachen. Goldene Urgewalt würde ich fast schon Overkill finden, ja. 95 Beschleunigung, 95 Tempo, auch das geht dann jeweils auf 97 hoch. Balance und Ausdauer bei 99, Beweglichkeit bei 97, kriegt man bestimmt auch noch hoch. Genau, so schaut's aus. Schuss perfekt, Hände perfekt, Bodychecking perfekt, Widerstandsfähigkeit bei 92, 99 Face-Off-Rating, also klasse Center gerade rundum, die man sogar eventuell im Flügel einsetzen kann, wenn man später mal Bedarf hat, aber fantastische Karte von Mats Sundin. Jetzt natürlich die Frage, was sollte man machen, wie sollte man es machen, je nachdem halt, kommt natürlich darauf an, wie viel ihr spielt, aber aufgrund der über 300 Spiele, die ihr mit so Millennium-Spielern eurem Line-Up abschließen müsst, würde ich mir die 496er jetzt, 86er jetzt bauen, würde ich mein Line-Up runterbringen, würde dann Squad Battles auf Rookie 2 Minuten spielen, kann man das Ganze ein bisschen beschleunigen, um so an die Ziele auch weiter ranzukommen. Ich habe die Woche über jetzt so, ja, so Medium viel gespielt, habe ein paar Sachen einzeln schon erreicht, ein paar Sachen bin ich schon nah dran, aber die, was haben wir am Schluss, 380 Spiele habe ich gerade mal 57, also da ist noch dringend Handlungsbedarf. Und denkt dran, am Schluss gibt es ein 97er Choice Pack, wo man einen von allen 8 wählen kann, wenn euer Lieblingsspiel dabei ist. Definitiv ist es ein gratis 97er, also kann ich nur empfehlen. Ich würde den Weg jetzt so gehen, um eben erstmal einer vollpumpen, Squad Battle auf 2 Minuten auf Rookie. Oder Halbprofi und dann eben diese Spiele zumindest mal näher rankommen, um dann eben diese Ziele für den 97er zu erfüllen. Und um die 86er Basiskarten zu machen, würde ich jetzt auch wieder den Weg gehen über dieses Choice Pack, kostet euch nur 5 Collectibles. Wenn ihr die Spieler so macht, kosten 7. Also gerade wenn man es dreimal macht, spart man schon einiges an Collectibles, die man dann wieder in die anderen Karten investieren kann. Falls dann in den drei Choice Packs, weil logischerweise in den drei Choice Packs einer übrig ist, den ihr noch nicht bekommen habt, dann habt ihr immerhin noch die Chance, den einfach zu wählen, wenn die 9 Tage die Belohnungspacks geöffnet hat. Ich bin jetzt bei 7 Tagen, habe jetzt auch 2 Tage nicht gespielt, aber das kann auch schon bei dem einen oder anderen morgen soweit sein, dass er dann dieses Choice Pack hat, einen von 86 zur Auswahl und kann sich den übrig gebliebenen noch auswählen. Und welchen von den 95er bzw. 98er ihr macht, hängt natürlich auch von eurem Line-Up ab. Wenn ihr einen linksschießenden Verteidiger braucht, dann ist definitiv Pronger euer Mann. Braucht ihr noch einen Center oder möglicherweise sogar Flügelspieler, wäre ich bei Mats Sundin. Ich werde es bei mir ein bisschen aufhören. Ich glaube, bei den Lady Flames habe ich noch Bedarf an Verteidigern. Das ist mein normaler Stammkader jetzt gerade, zumindest was die Verteidiger angeht. Da würde ich wahrscheinlich den Pronger machen bei meinem Hauptteam, wo mein bester Center-Kader in 95er Couturier ist. Glaube ich, würde ich mich für Mats Sundin entscheiden. Und wenn ihr ganz reich seid, könnt ihr natürlich auch beide machen. Ihr könnt es halt mehrmals zumachen und dann eben jeweils den einen wählen, dass ihr am Schluss dann beide habt und die dann auf 98 nach und nach upgraden. Alles in allem ein fantastisches Event mit sehr guten Karten, auch gerade Spielern, mit denen ich groß geworden bin, feiere ich echt voll. Kommt für mich trotzdem dieser ganze Ablauf vom Event ein bisschen zu spät mit Juni, da halt schon viele Spieler das Spiel mittlerweile verlassen haben und von den ganzen Events nichts mehr wissen wollen. Aber das stimmt mich zumindest positiv für NHL 24 ein. Und natürlich kommen zum neuen Event auch wieder weitere Hood Millennium Karten, mit denen ihr in eurem Lineup natürlich wieder die ganze Spielanzahl für die Ziele reduzieren könnt. Wir gucken nicht alle an, ich will bloß ein paar zeigen, die wo neu sind, ihre Lechtinnen.
Auch hier mit 75 Widerstandsfähigkeit. Mike Siddlicky finde ich viel zu langsam, selbst wenn so eine 91er Karte ist. Scotty Gomez, ein Center mit 88 Faceoff Rating. Wade Redden auch mit 89 Beschleunigung und 99 Tempo viel zu langsam. Dann eine ehemalige Teambuilder-Karte der 94er Danny Briere von den Buffalo Sabres. Center oder auch der linker Flügelspieler. 1,75 groß, 79 Kilo mit Diebe statt Gladiator. Dazu vielseitig oder Schlenzer. Sowie drittes Auge auf die Knöchel, goldene Urgewalt. 95 Beschleunigung, 95 Tempo ist nicht schlecht. 94 Face-Rating ist aber auch nicht schlecht. Aufgrund der Größe würde ich wahrscheinlich eher im Flügel einsetzen. Diebisch bringt das Face-Rating nochmal hoch, also kann man auch als Center einsetzen. Schuss im mittleren 90er-Bereich, Hände im hohen 90er-Bereich, Bolting nur bei 90, also da ist hier Gladiator und wahrscheinlich auch die Urgewalt zwingend erforderlich. Marty Turco bekommt eine Karte, 94er. Brian Campbell von den Buffalo Sabres, auch rechter Verteidiger mit goldenen Rädern, aber trotzdem für die Größe eindeutig zu langsam. Und Niklas Backstrom-Karten sind eigentlich immer gut. 95er Karte von den Washington Capitals, Center oder auch hier der rechter Flügelspieler. 1,85 groß, 92 Kilo mit Gladiator oder Diebisch, dazu Schlenzer oder Knipser und vielseitig. Drittes Auge auf die Knöchelprogramm fahren, würde ich hier wahrscheinlich gar nichts anmachen. Hat 94 Beschleunigung, 94 Tempo, 99 Beweglichkeit, Schuss im mittleren 90er-Bereich, Hände im hohen 90er-Bereich, beziehungsweise fast perfekt eigentlich. Boychecken ist nur bei 89, Failure Rating auch nur bei 91, kriegt mal 94 Euro. So kann man am Center einsetzen, ich glaube, ich würde ihn eher im Flügel nehmen. Dann auch eine Gold-Karte, ich glaube aus NHL 21, diese Frosty Flake-Serie ist, glaube ich, damals. Der 26er Sacco Koibu von den Montreal Canadiens, ein Center, 1,78 groß, 82 Kilo, Beflügel oder Funke, schade, dass in einem Slot drin ist. Dazu Protector oder vielseitig und Herz und Seele, Kreisel, Shutdown, Schnapp, Schnapp, goldenes außerkornes Vorbild. Okay, das braucht mittlerweile echt keiner mehr. Nur 91 Beschleunigung, 92 Tempo, klar geht es, wir steuern auf 93 hoch. Racing Scale wäre der mittlere bis hohen 90er-Bereich, Schuss von der Kraft bei 98, Genauigkeit bei 95, Hände im hohen 90er-Bereich, Bolt-Checking sind wir bei 94, 90 Widerstandsfähigkeit, 97 Fatal-Rating, kriegt man auf 99 hoch. Also auch wenn er so klein ist, der hat sich als Center immer fantastisch gespielt, aber da rede ich auch von NHL 21, möglicherweise 22. Abschluss der heutigen neuen Hood Millennium-Karten macht der 96er Keith Kachuk und ja, das ist der Papa. Von den St. Louis Blues, rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 105 Kilo mit Beflügel oder Arbeitstier, dazu vielseitig oder Protektor und Herz und Seele. Des Weiteren trickreich, Schnapp, Schnapp, totale Finsternis, goldener Panzer, totale Finsternis vielleicht, ich denke, ich würde hier gar nichts anmachen. Hat 92 Beschleunigung, 93 Tempo, kommen wir noch 94 Beschleunigung hoch, Racing Scale wäre im mittleren bis hohen 90er-Bereich, Schuss im mittleren 90er-Bereich, Hände im mittleren 90er-Bereich, Bolchek sind wir bei 97, Center kann er nicht spielen, auch wenn man die Synergien anmacht, wir sind bei 92, mehr haben wir nicht, also keine Center-Option, trotzdem gute Karte von Kachuk. Wer damit möchte, könnte eine reine Kachuk-Reihe jetzt machen. Dann, ob wir wollen oder nicht, müssen wir den neuen Stanley Cup-Sieger mit Meilensteinkarten bejubeln. Der 93er Braden McNabb von den Vegas Golden Knights, logischerweise rechter Verteidiger, 1,93 groß, 97 Kilo mit Magie oder bombardiert. Dangle City, der Hammerschuss, dazu vielseitig, Eisklotz, Schick schon, Rauswurf, goldener Shutdown. 99 Beschleunigung, 91 Tempo, da ist auch wieder schade, dass da keine Scaling-Synergie mit dabei ist. Schuss von der Kraft im hohen 90er-Bereich, Genauigkeit bei 87, die Hände im Schnitt bei 90 und drunter. Bolchek sind bei 98, das ist gut, aber doch, da ist mir das Tempo dann echt zu wenig. Sein Teamkollege ist der 95er Shea Theodore, rechter Verteidiger, 1,88 groß, 89 Kilo, mit Funke oder Arbeitstier. Schlenzer oder Diebisch, dazu Knipser, Shutdown, Wärmesuche, präziser Pass und goldene Kreisel. Welche auch wahrscheinlich beim Shutdown. 92 Beschleunigung, 91 Tempo, die Ausdauer ist bei 99, was toll ist. Tempo kriegt man dann, Beschleunigung kriegt man zumindest auf 94 hoch. Schuss von der Kraft perfekt, die Genauigkeit im niedrigen 90er-Bereich, Hände im hohen 90er-Bereich, außer natürlich über die zwei Werte, ist klar. Boychecken bei 94, Widerstandsfähigkeit bei 98, Defensive Booster bei 99, also Klassikkarte von Shea Theodore. Und damit auch seine X-Faktor-Karte, falls sie noch irgendjemand spielt, auch upgradebar auf 95. Auf dem rechten Flügel haben wir den 96er Riley Smith, 1,85 groß, 84 Kilo mit vielseitig oder Protektor, Schlenzer oder Diebisch, dazu Herz und Seele, irgendwie alles gleiche, keiner der Scaling-Synergie, ehrlich gesagt. Superstar-Fähigkeiten haben wir Tora-Monster, Mega-Ablenkung, Nahkampf von goldene Urgewalt. Also aufgrund von 76 Face-Off-Rating, reiner Flügelspieler mit 93 Beschleunigung, 93 Tempo, Resting-Scaling mit dem hohen 90er-Bereich, Schuss perfekt, fast perfekte Hände, 94 Body-Checken, also definitiv eine Karte, die man einsetzen kann. Von den Fähigkeiten wäre ich hier wahrscheinlich einzig und allein beim Nahkampf. Ebenfalls auf dem rechten Flügel ebenfalls eine 96er Karte der 96er William Carrier. 1,88 groß, 99 Kilo mit Diebisch oder Schlenzer, Gladiator oder Protektor dazu, Herz und Seele, voll die Meta heute. Superstar-Fähigkeiten, Urgewalt, Schnapp, Schnapp, totale Finsternis und goldener Panzer. Ja, Urgewalt kann man hier anmachen, aber mit 100 Kilo und fast 1,90 würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. 92 Beschleunigung, 92 Tempo, Racing Scale im hohen 90er-Bereich, Schuss von der Kraft sogar perfekt, Präzision sind wir bei 94, Hände im Schnitt bei 94, Bodychecking bei 99, Damage Boost dann bei
95 kriegt man dann bestimmt noch mit Synergien dementsprechend hoch. Center kann nicht spielen, aber ansonsten eine gute Karte. Dann hat der eigentlich Center ist, damit er kein Diebisch mit dabei, der 97er William Carlson, damit rechter Flügelspieler, 1,83 groß, 86 Kilo mit Protector oder Gladiator, vielseitiger Daniel City, dazu Schlenzer, Schnapp, Wonti, auf die Knöchel, magnetisch und Kreisel. Auch glaube ich, hier würde ich gar nichts anmachen. 95 Beschleunigung, 94 Tempo, Beweglichkeit und Ausdauer bei 99, Schuss von der Kraft perfekt, von der Genauigkeit perfekt, Hände perfekt. Ballchecken sind wir bei 94, eben nur 93 Fader Rating, von dem her wahrscheinlich reiner Flügelspieler. Da gibt es dann aber auch deutlich bessere. Schade. Und der Conn Smythe Trophy Gewinner des Finales, der 98er Johnson Audi Marchessault. Linker Flügelspieler, 1,75 groß, 83 Kilo. Mit Buzzing oder Verteilung, Diebisch oder Schlenzer, der hat dann wieder Diebisch. Dazu Gladiator, Puck am Faden, Nahkampf, okay, eine Goalie-Fähigkeit, alles klar. Kreisel und goldene Urgewalt, der wird bestimmt noch gefixt irgendwann. Hat 97 Beschleunigung, 96 Tempo, Racing Scale im hohen 90er Bereich, Schuss perfekt, Hände perfekt, die Checking-Werte im hohen 90er Bereich kann man dementsprechend auch hochkriegen. 89 Fade-Off-Rating mit beiden Synergien, dann wäre man sogar bei 94, das wäre sogar eine Center-Option, aber ich sehe den eindeutig eher im Flügel, dann mit goldener Urgewalt oder zumindest mit Nahkampf. Weiter geht's mit Spreadsheet-Karten, da zeige ich euch auch bloß ein paar. Auf jeden Fall müssen wir uns Eric Brandstrom anschauen, einer wohl der schlechtesten Meisterhelden, zusammen mit Randy Carlyle aus dem vergangenen NHL-Teil. Also er ist ein rechter Verteidiger von Ottawa Senators, 1,78 groß, 84 Kilo mit Hammerschuss, Diebisch, Kreisel, präziser Pass und sehendes Auge. Hat 94 Beschleunigung, 94 Tempo, ist für eine 92 gerade vollkommen okay. Schuss von der Kraft bei 96 und 95, die Genauigkeit noch unter 90 und 90. Ende im mittleren 90er Bereich, Bolschenk sind wir bei 88, kriegt man noch hoch auf 92. Also ich glaube, die Meisterin gerade letztes Jahr von ihm war auch eine 92er. Ich glaube, die da hier ist dann doch ein Stück besser. Der 94er Jake DeBrusk von den Boston Bruins, rechter Flügelspieler, 1,83 groß, 89 Kilo mit Buzzing oder Verteilung. Protector oder Schlenzer, dazu Diebisch, Urgewalt, Tormonster und Scharfschütze. Halt für eine 94er Karte mit der Größe nur 91 Beschleunigung, 91 Tempo, Schuss im mittleren 90er Bereich, Hände im mittleren bis hohen 90er Bereich, Bodychecken sind wir bei 94, ja, dann gibt es da echt doch besser. Von den Carolina Hurricanes, der 94er Calvin der Hahn, rechter Verteidiger, 1,85 groß, 88 Kilo mit Bombardier oder Knipser, Magie oder Schlenzer, sowie vielseitig, sehendes Auge, Kreisel und Gold im Shutdown. Hat 93 Beschleunigung, 93 Tempo, ist okay für eine 94er Karte, zwar keine Synergie mehr dabei, Ausdauer ist bei 99, Schuss in der Kraft bei 97, die Genauigkeit dafür nur bei 88, Hände im mittleren 90er Bereich, Ballchecken sind wir bei 94, Defensive Boost dann bei 96, also für eine 94er Karte echt in Ordnung. Und selbst die 95er Karte von Derek Stepan von den Carolina Hurricanes haut mich nicht vom Hocker, Center oder linker Flügelspieler, 1,80 groß, 89 Kilo mit Daniel City oder Magie, dazu Knipse oder Hammerschuss und vielseitig, sehendes Auge, Shutdown, Nahkampf und goldene Kreisel. Okay, Center-Option, wir haben keinen Diebisch, nichts dabei, sind wir bei 92, kann man schon fast vergessen. Dann 93 Beschleunigung, 93 Tempo von den 95er Karte, der nur 1,80 groß ist, mir auch dann schon zu wenig, also schade. Kommen wir damit zum abschließenden Event, zu den Community Requests, schauen uns auch noch ein paar Karten an. Anfang macht der 94er Devin Toast von meiner Avalanche, rechter Verteidiger, 1,85 groß, 87 Kilo mit Bombardier oder Hammerschuss, dazu Arbeitstier oder Protector, sowie Kreisel, präziser Pass und goldene Räder. Hat 200 Beschleunigung, 200 Tempo für eine 94er Karte. Gut, man kriegt dann die Beschleunigung zumindest ab 94 hoch. Resting Scale wieder im mittleren 90er Bereich. Schuss bei 96 und 95 Kraft. Die Genauigkeit bei 90. Kraft kriegt man sogar noch hoch. Hände im hohen 90er Bereich. Bodychecking auch dann mit Synergien dann bei 92. Ich würde, glaube ich, eher das Arbeitstier anmachen statt den Protektor. Also 96 Ende. Gute Karte von Devin Toews. Und warum die hier kein besseres Bild gefunden haben als von Jimmy Carson, als dass er das Logo auf ist. Muss man mir mal erklären, der 94er Jimmy Carlson von den LA Kings Alumni, ein Center, 1,85 groß, 91 Kilo, Diebisch oder Magie, Buzzing oder Protector, ganz allein, Urgewalt und goldener Nahkampf. Wäre mir andersrum lieber gewesen, aber so wäre ich bei der Urgewalt definitiv. Hat 93 Beschleunigung, 93 Tempo, kann man beim Center eigentlich verkraften, dass er langsamer ist, ehrlich gesagt. Schuss im mittleren bis hohen 90er Bereich, Hände im mittleren 90er Bereich, beziehungsweise das Defensive Booster ist bei 99, der Rest ist im niedrigen 90er Bereich. Beispielsweise sind wir bei 94, 95 Fade-Off Rating kriegt man dann mit Diebisch noch einen Tick hoch, also kann man durchaus am Center auch oder auch im Flügel einsetzen. Der 96er Artemi Panarin von New York Rangers, linker Flügelspieler, 1,83 groß, 78 Kilo mit Daniel City oder Diebisch, Schlenzer der Herz und Seele sowie vielseitig, Kreisel, drittes Auge, Unermüdlichung auf die Knöchel. Ich sage immer, Panarin-Karten kann man ohne Urgewalt schon kaum spielen, also von dem her wäre das für mich schon definitiv ein Upturner. 600 Beschleunigung, 600 Tempo ist toll, Beweglichkeit bei 99, Schuss von der Kraft und Genauigkeit fast perfekt, die Hände sind perfekt, Bodychecking eben nur bei 86, da ist der große Knackpunkt. Gut, Center-Option fällt eh aus. Ansonsten gute Karte, aber für mich persönlich ein absolutes No-Go.
Bei ihm schaut es ähnlich aus beim 6-9er Clayton Keller von Arizona Coyotes. Rechter Flügelspieler, 1,78 groß, 81 Kilo, mit Herz und Seele oder diebisch. Schlenzer oder vielseitig, dazu noch Buzzing, also keine Synergie dabei, die das Bodychecking irgendwie erhöht. Superstar fähig auf die Knöchel, drittes Auge, magnetisch und goldene Kreisel, würde ich hier gar nichts anmachen. 6-9 Beschleunigung, 95 Tempo, kriegt man zumindest dann noch das Tempo 96 hoch. Resting Scaling wäre im mittleren bis hohen 90 Bereich, Schuss im hohen 90 Bereich, Hände perfekt, Bodychecking, wie schon gesagt, nur bei 88. Ohne Synergie, ohne Fähigkeit, keine Chance. Schaut natürlich bei den Team of the Season Karten definitiv wieder anders aus. Das sind die Fähigkeiten, die wir brauchen, mit dabei. Die Karten damit auch 96 gestiegen. Ich weiß aber extra gar nicht, wie weit die schon vorher waren. Damit sind wir auch durch mit den neuen Sachen. Das heißt, jetzt geht's ans Pack Rippen. Hab alles aufgehoben. Hood Champs Platz 74. Squad Battles irgendwo Elite. Keine Ahnung was. Noch die Hood Champions Collectibles eingesetzt. Also einiges zum Öffnen. Machen wir erstmal die, wo wenig. Also müssten über 110, 80 Plus Karten drin sein. Schauen wir mal, wir fangen mal mit den Megapacks an, die untauschbar sind. Ich glaube, es war aus den Hood Rivals. Los geht's. Ich ziehe mir direkt ein 98er, dann hat sich sämtliches Set-Zeug machen erledigt, aber Chancen eher gering gegen 0. 500 Münzen, Highlight. Noch 94er, kann man wieder einsetzen. Nur noch 200 Spiele in meiner Sammlung hier aktuell auf meinem Lady Flames Account. Bronzespielerin. Oh, 86er Crosby. Ja, gut, auch das sind drei Collectibles. Zum Beispiel an der Zeit, wo man nur an die Spieler an Collectibles misst. Weil man eh nichts Scheiß zieht, was irgendwas bringt. So, das gleiche nochmal untauschbar. Und noch tauschbare Sachen dann. Auch ein tauschbares Megapack, glaube ich sogar. Aber zumindest haben wir schon mal einen 86er Crosby gezogen. Na, auch schade. Gibt es eine bessere Karte? Ah, das ist eher mau. Fehlt uns die Zahnlücke noch bisher. Ne, das war eher mau. Das war 81er, glaube ich, das Beste. So, machen wir Megapacks weiter. Das ist auch noch unter. Das ist tauschbar. Das hier ist untauschbar noch. Bleiben wir erstmal, dass wir die alle weg haben. Ziehen wir 50 Münzen. So viele Vegas-Spieler gerade im Umlauf. Und wir ziehen Basiskarten natürlich. Dave Schulz. Nack, sehr schön. Nö, aber auch nix. Brauchbares. So, machen wir weiter. Drei Goldspieler. Ich glaube, es war noch außer Hood Rush. Und das Minipacks machen wir schnell offline. Wobei wir da zumindest einen 82er gezogen haben. Machen wir weiter mit einem tauschbaren Megapack. Da könnte jetzt gern was Gutes drin sein. Jetzt müssen wir ein bisschen ein paar Münzen abstauben. Dieses Trigger hat mich letztes Jahr auch verfolgt. Oh, Wasilewski. Ja gut, und nehmen wir zumindest. Hat in dem Fall nicht verkauft, sondern wird in ein Set gesteckt, aber zumindest haben wir noch was gezogen, was lila ist. So, wie machen wir weiter? Da haben wir 4x80 plus, bleiben wir da dabei. Das Elite-Pack ist, glaube ich, auch mal 4x80 plus danach.
Ist ja auch tauschbar. Zweiundachtziger. 81er. Ah. So, Elite-Pack haben wir 5x80, genau. Um irgendwas. Der schon mit so einer Millennium-Karte. 85er Seagrass tauschbar, okay. Ich wäre schon mit normalen Millennium-Karte zufrieden. 83er Swatch. Der ehemalige New Jersey Devil Severson und ein Leafs-Trikot mit Berkey, okay. So, zwei Ultimate-Packs mit, und da haben wir noch zwei Elite-Spieler-Packs mit 8x80 plus. Machen wir das erstmal. In dem Fall untauschbar. Primo. 84er Carpenter, okay. Voracek, McAvoy und wieder der. So, kommen wir langsam zum Ende. Kapille. Ruby, wieder Erod und ein Backstrom, wo es natürlich auch eine viel bessere Karte gibt. So, jetzt haben wir noch tauschbare Sachen, zwei Ultimate Packs und ein Jumbo Elite Spieler Pack. Alles tauschbar. Er Georgie. Wieder bei Helgi. 82er Mills, 83er Kutz, okay. Jaro Weinen. Seattle haben wir die ganze Mannschaft gezogen heute. So, also zwar nicht bloß 80er, aber auch nicht wirklich was Gutes. Zwei Ultimate Packs noch, 20 Spieler, alle 80 plus. 80. 85er Pedi. 85er Spooner, okay. Nächste von Seattle. 85er Panarin, da freuen wir uns im Oktober so richtig drüber. Sieben sind zum dritten Mal, glaube ich. Gut, zum zweiten Mal. Und Josi, okay. Und Shay Theodore, okay. Also wir haben uns alle von den Spezial, wo es alle Vegas-Spieler, wo es Spezialkarten gibt, haben wir uns gezogen. Bloß die Basisversion dazu. Sehr schön. Ultimate Pack nochmal. Selbst da würde ich mich über die 92er freuen. Bershi. Wieder Switch. Das ist das vierte Mal jetzt, ich glaube. Das ist ein schlechtes Alter. Oh, okay. Gerade würde ich sagen, es ist ein schlechtes Ultimate Pack, aber wir haben Martin Turco gezogen. Der kann zumindest unseren Backup-Posten bekleiden und hilft uns so weiter, in die Ziele abzuschließen. Na gut, ein persönliches Ende am Schluss, nicht mein Lieblingsspieler, aber als Backup und weil es eben eine Millennium-Karte ist, durchaus brauchbar. Damit sind wir auch am Ende vom heutigen Video angelangt. Gerne mal zuschreiben, wie ihr den Weg angeht, ob ihr einen anderen Weg macht oder und dann, was ihr macht. Und dann sehen wir uns die Tage, weil wir dann denken, sauber bleiben, nur so schaut's aus. Ciao.